ist er wieder. Längst gesehen. Der verfolgt uns. Der verfolgt Sie. Das ist doch klar. Der Weg, sie ist das Ziel, ist unvergleichbar, ist unerreichbar. Sie ist mir fern und doch so nah, sie ist mir fern, seit ich sie sah. Nun streif ich um ihr Haus herum und blick zu ihr empor. Ein kleiner Junge, hilflos dumm, so komme ich mir vor. Was nützt es mir der Welt, mein Leid zu klagen? O, könnt ich sie nur einmal selber sagen? Du bist der Weg, du bist das Ziel, unerreichbar, für mich ungreifbar. Ich geb nicht auf, denn mein Gefühl gibt es mir ein. Du wirst doch noch mein. Seit ich sie sah, bin ich erwacht. Sie hat die Glut in mir entfacht. Eines Für einen Geologen singst du ganz hübsch. Für einen Geologen bist du hübsch frech. Aber du musst zugeben, sie ist eine Göttin. Weil sie unerreichbar ist? Ich werde sie schon auf die Erde herunterholen. Es kommt immer an auf die List ganz allein. Gerade jetzt fiel spontan etwas Neues uns ein. Ja, weil das Volk wenig weiß und auch nicht sehr viel denkt, haben wir hier mit List ein Gerücht ausgesprengt. Ein Gerücht, das besagt, Gastarole erschien. Polizei hat's gehört und jetzt suchen sie ihn. Tag und Nacht, Tag und Nacht, Gastarole gehetzt. Jeden Mann, den man hat, wird dafür eingesetzt. Alles sucht Gasparone allein und die Luft für uns hoch, doch ist fein. Bei uns rein.
kocht und trinkt, was man bestellt. Jeder Schritt bringt uns Geld. Nur auf List, wie man sieht, und Ideen kommt es an. Sie erhöhen den Profit und die Freude daran. Die Gefahr sind wir längst schon gewöhnt, es kommt nur darauf an. Vorn. Halt an, Benito! Ich schließe euch auf! Gleich abladen! Die Zöllner sind bestimmt schon auf dem Rückmarsch! Komm her zu mir! Ich nehme die Kiste! Du kannst den Sack nehmen! Da geht's den Zucker hier rüber! Den Kaffee hinter die Fässer! Macht schnell! Wir müssen uns beeilen! Die Zöllner können bald zurück sein! Vorsichtig! Den Tabak lasst gleich vorn, den bringe ich als erstes weg! Sandro, pack den Esel ab! Madonna, ist das schwer! Stell alles vor die Scheune. Wo sollte der Zucker hin? Hinter den Rotwein. Und der Kaffee? Hinter den Weißen. Ganz schön was drin. Mein lieber Benozzo, du bist wirklich der frechste Kerl von ganz Sizilien. Als du mir erzählt hast, dass sich der Gasparone aus den Abruzzen hierher gemacht hat, weil die Polizei seine halbe Bande geschnappt hat. Also ich hab's direkt geglaubt. Was? Oder ist das etwa wirklich wahr? Weiß ich's. Zuzutrauen wär's dem Kerl. Madonna, Madonna. Wenn uns bloß nicht alles wieder abnimmt. Wer? Der Räuber den Schmugglern? Hände hoch! Immer friedlich bleiben, Freunde. Werft die Messer weg. Ihr missbraucht den Namen Gasparone für eure dunklen Geschäfte? Wir sind ehrliche Schmuggler, Herr. Ein bisschen Tabak, ein bisschen Alkohol, Kaffee. Warum redest du dann von Gasparone? Nur um die Zöllner abzulenken und die Polizei. Die suchen ihn jetzt schon in den Schluchten des Ätna, schon die ganze Nacht. Wisst ihr, was euch bevorsteht, wenn wir euch anzeigen? Klar, die Galeere. Aber für so ein bisschen Zucker und Kaffee... Das war ein Großtransport. Aber ihr habt Mut. Das gefällt mir. Solche Männer könnte ich gut gebrauchen. Seid ihr etwa von der Mafia? Gnade, Herr, Gnade! Unsinn, Unsinn. Seid ihr bereit, uns blind zu gehorchen? Dann schweigen wir. Ja. Wenn's klappt, gibt's 1000 Zechinen. Um Himmels Willen! Ihr wollt doch nicht etwa einen Mord von uns! Was ist das? Wer kommt da? Das sind die Zöllner. Die kommen zurück. Dann aber schnell. Gibt es hier eine Hintertür? Hier gibt's nur Hintertüren. Die Zöllner werden schön müde sein. Oh, der Bürgermeister reitet auf dem Esel. Und was ist mit dir? Ich muss leider da bleiben. Ich bin nämlich hier der Wirt. Aber schweig sonst. Mist. Zora! Zora! Ja, was ist denn los? Warum schreist du denn so? Gäste kommen! Ach, längst gehört! Heute kommt die Gräfin. Seid ihr jetzt fertig? Ja, mit den Nerven. Erscheinen wir als Frecher, mit Hip und mit Hurra, so wissen die Verbrecher, die Staatsgewalt ist da. Finden einen jeden, in Wald und Feld und Haus, wir wollen nicht viel reden, doch uns kommt keiner aus. Jawohl, jawohl, wenn Gasparone fangen, jawohl, jawohl, ist eine Kleinigkeit, die Hip, Hurra. Heute auch nicht gegangen, egal, egal. Und Ding braucht seine Zeit, bei uns sind die Linien vor und auf alle Zeit parat und finden seine Wohnung, selbst wenn er keine hat. Wir kennen keine Schonung, wir geben keine Ruhe, wir kriegen die Belohnung und ordnen noch dazu. Wir haben Gasparone gefasst, der verdammte Gasparone lässt mich Gift und Galle speien. Statt dass ich mich pflege und schone, renn ich immer hinterdrein. Die zum Finden nur ums Wittern hätte ich ja nicht aufbegehrt.
Doch man muss ja dauernd zittern, dass der Kerl sich auch noch wehrt. Denn es kann in allen Ecken das Parole sich verstecken. In der Flasche könnt er sein, oder nein, die wär zu klein, könnt in Bäumen sich verkrallen, um mir auf den Kopf zu fallen. Ach, wie schön wär's, wenn ich nur eine Spur von seiner Spur finden könnt in jedes Kind. Doch wer weiß, wo ich ihn find. Ihn, dem alle Häscher suchen, ihn, dem alle Lippen fluchen, ihn, der schlecht ist und verrotten, ihn, der meines Schlafes spottet, ihn, von dem man schaut und spricht, ihn, ihn. Ihn erwisch ich nicht und weiß nicht, warum. Ich erwisch ihn nicht, das ist sehr, sehr dumm. Einen Stuhl, das bin ich meiner Gesundheit schuldig. Guten Morgen. Ah. Exzellenz, haben einen Wunsch? Wein für mich und meine Leute. Ich kenne dich doch. Wer bist du? Bist du nicht die... Ich bin die Wirtin, die Frau von Benozzo. Was? Seit wann leistet sich dieser Kerl eine eigene Frau? Seit genau 8 Tagen, Exzellenz. Ach so. Warst du nicht bei meiner künftigen Schwiegertochter im Dienst? Ha, niemals, nie. Ich war bei der Gräfin Santa Croce. Ja, die meine ich doch. Ha? Müssen wir denn schon am frühen Morgen in diese obskure Schenke fahren? Erstens ist der Wald nie so schön wie am Morgen. Und zweitens habe ich es Sora versprochen, dass ich sie besuchen will. Und was man versprochen hat, das muss man halten. Gleichgültig, ob es einem angenehm ist oder nicht. Und dann will ich vor der Mittagshitze wieder zu Hause sein. Ach, aber mir kommt der Wald immer so unheimlich vor. Don Luigi, Sie spielen doch den Anführer. Lieber nicht, ich könnte erkannt werden. Du spielst natürlich den Anführer, Massage. Ja, natürlich. Ich darf der Gasparone sein. Oh, da mache ich mir mein Gesicht schwarz. Hört mal alle her. Ihr zwei haltet das Pferd an. Und ihr zwei holt die Gräfin aus dem Wagen. Aber Vorsicht, Vorsicht. Dann komme ich dazu, schieße in die Luft und dann flieht ihr alle mit dem Wagen. Und die Alte nehmt ihr auch mit. Und was machen wir dann mit der Alten? Macht, was ihr wollt. Ihr seid doch Räuber. Jeder nimmt ein Gewehr. Jeder eine Pistole. Pass auf, du machst die Sicherung auf. Jetzt ist die Sicherung auf. Dann legst du die Pfanne frei. Dann nimmst du Pulver und tust das Pulver auf die Pfanne. Ist das klar? Das war ich meiner Gesundheit schuldig. Und jetzt ruf mir deinen Mann her. Mit dem habe ich nämlich ein Hühnchen zu rupfen. Benozzo! Benozzo! Ja? Komm raus! Was hast du denn? Der Bürgermeister ist da, er will dich sprechen. Ich gehe jetzt zum Wald die Frau Gräfin holen. Viel Spaß! Exzellenz, wünsche mich zu sprechen. Ja, was hast du da? Grappa. Der ist ja schwarz gebrannt. Beim Leben meiner ungeborenen Kinder, ich habe noch nie etwas schwarz gebrannt. Aber du hast die Vorrichtung dafür? Das ist dasselbe. Das kostet 50 Scudi Strafe. So, da sind 100. Die anderen 50 sind für ein Sittendelikt. Sittendelikt? Hast du das auch begangen? Nein, aber ich habe die Vorrichtung dafür. Du Schuft! Eigentlich sollte ich die verprügeln. Du hast uns schon zum 3. Mal umsonst auf die Spur von Gasparone gehetzt. Wie? Haben Sie ihn etwa gar nicht gesehen? Nein. Wir haben nichts gefunden, außer diesem Zettel hier. Du liest ja verkehrt rum. Wenn Sie wüssten, wie schwer das ist, verkehrt rumlesen, das kann nicht jeder. Ja. Wo Nasoni erscheint, zieht sich Gasparone zurück. Der kleine Räuber weicht dem Größeren. Sag mal, du Schuft. Warum bist du eigentlich niemals mitgekommen? Das nächste Mal komme ich gerne mit. Ja, und dann gehst du vorne weg. Und wenn Gasparone dich umbringen sollte, dann hängt er 10 Minuten später am nächsten Baum. 10 Minuten früher wäre mir lieber. Hilfe!
Schrecker! Das ist meine Frau, sie ist der Gräfin entgegengegangen! Alarm! Zu den Waffen! Das war im Pinienwald! Achtung! Das ist Gasparone! Jetzt kriegen wir ihn! Los, hinterher! Das ist sicher Nähe! Das ist Gasparone! Benutzo! Lauf hin! Schau nach, was los ist! Nach Ihnen, Exzellenz! Ach. Was ist mit Baldi geschehen? Was hast du denn gesehen? So sprich! Was ist mit dir? Geduld! Sag, fehlt dir was? Mir fehlt der Atem noch, ich bin ganz außer mir. Ja, ja, das sehen wir. So sprich, erzähl uns doch. Ich hört im Walde einen Hilferuf, da lief es hin, du musst es sehen. Und was ist dann geschehen? Ich glaub, die Gräfin wurde überfallen. Was? Die Gräfin Santa Croce? Sie war in meines Mannes Krankheit. Schnell zu mir, dann hin zu mir. Zu retten sie, zu retten sie. Schnell hin zu mir, zu retten sie. Ich bin schon da. Hat jemand sie bedroht, vielleicht sogar ein Räuber attackiert? Es ist nicht der Rede wert. Berichten Sie uns doch, was ist passiert? Ein höchst romantisch Abenteuer, nicht weit von hier im Pinienwald. Schien die Gefahr auch ungeheuer. Sie ging zum Glück vorüber bald. Nichts ahnend saßen wir im Wagen. Ich hörte grad mit halbem Ohr meine Duina zu mir sagen. Mir kommt der Wald unheimlich vor. Da seh ich finstere Gestalten. Sie nähern sich im Schnellen. Der Hof verehrten Freundin leben, erhielt er mir.
Er kommt hierher. Ja, ja, er kommt, mein Retter, Wer? Er. Der. Der, ja, er. Wie? Das wird er. Das wird er. Das wird er. Vergebung, wenn ich sterb, ich kam nur her zu sehen, wie ihr befinden werdet. Das gefällt mir nicht sehr. Wozu kommt er her? Mir ist verdächtig, so mancherlei. Erfahren möchte, wer er wohl sei. Als Ungenannter, als Unbekannter, kommt er hierher, als Herr von ihr her. Mir ist verdächtig. Noch nicht, das klingt etwas verdächtig. Ich mein vielmehr, Sie kennen mich vielleicht. Das klingt noch mehr verdächtig. Und dazu lächelt er ganz niederträchtig. Mein Herr, Sie wissen sicher schon, ich heiß Nasoni und ich habe einen Sohn. Sie sind beneidenswert. Ja, Gott sei Dank. Mein Sohn ist Bräutigam der Dame. Wie schade, ist das schon bestimmt? Jawohl. Und wie ist nun Ihr Name? Ist das jetzt wichtig? Ja, zur Stunde braucht die Gewissheit. Ich geschwind, ob mit dem Räuber Sie im Bunde oder vielleicht er selber sind. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Dass ich doch ein Räuber wäre, nur einen Raub hätt ich geplant. Ich nehm kein Geld, das ist Chimäre, ich nehm nur die kleine Hand. Möcht meinen Raub durchs Leben tragen und geb ihn nie und nimmer her. Das wäre ein einziger Grund zu sagen, und dass ich doch ein Räuber wär, und dass ich doch ein Räuber wär. Das Räuberhandwerk stehen. Ich wär gefesselt und bezwungen in ihrer Macht, und das wär schön. Wär ich Bandit, ich würd es wagen, sie zu empfehlen, es wär nicht schwer. Sie sind nicht frei, we
Solche Männer kommen immer 8 Tage, nachdem man einen anderen geheiratet hat. Ja. Was hast du gesagt? Also, mir gefällt der überhaupt nicht. Ich glaube, der hat irgendwie mit Gasparone zu tun. Sie müssen ihn doch gesehen haben, diesen geheimnisvollen Gasparone. Wie sieht er denn aus? Ich weiß nicht. Er hatte sein Gesicht geschwärzt und seine Banditen waren alle vermummt. Und plötzlich schrie Zenobia auf. Um Himmels Willen, wo ist Zenobia? Zenobia! Zenobia! Zenobia ist entführt worden. Oh. Entführt? Ja, diese grässlichen Banditen haben sie geraubt. Oh, Herr Bürgermeister, ich flehe Sie an, retten Sie sie. Ja, jetzt erwischen wir ihn. Das ist die Gelegenheit, jetzt haben wir seine Spur. Donna Zenobia wird diesen Bluthunden entrissen. Vorwärts, Leute! Die Parole lautet, Zenobia oder Untergang! Wenn Letzteres eintreten sollte, sorgen Sie bitte für meine junge Frau. Ach, Frau Gräfin, ich bringe Sie ins Haus. Sie brauchen Ruhe. Erlauben Sie, Frau Gräfin? Ja, danke. Es hat gar keinen Sinn, dass du mir diesen Mann einreden willst, so. Aber erstens wissen wir nichts von ihm. Und dann, schau. Ich habe Nasoni mein Wort gegeben, dass ich seinen Sohn hatte. Diesen leichtsinnigen Sindulfo. Bitte nicht, Frau Gräfin. Damals, als mein Mann starb und seine Familie mir das Erbe streitig machte und dieser endlose Prozess begann. Damals war Nasoni der einzige Mensch in ganz Sizilien, der meine Partei ergriff. Und da habe ich ihm versprochen... Also, ich finde, Sie übertreiben die Dankbarkeit. Reden wir lieber von dir. Wie geht es dir in deiner Ehe? Wenn wir nicht gerade streiten, dann geht es sehr gut. Streitet? Ja, immerzu. Ich muss mir doch diesen Halunken erst zurechtbiegen, damit er ein brauchbarer Ehemann wird. Betrügt er dich? Nein, noch nicht. Aber er schmuggelt. So ein Unsinn. Ja. Er hat diesen Gasthof. Das ist doch ein ehrliches Gewerbe. Ach, er sagt immer, ehrlich reich werden wird am längsten. Da schmuggelt er lieber. Herein. Herr Bürgermeister, schon zurück? Eine Nachricht von Zenobia? Nein, eine andere Nachricht. Eine gute? Eine schlechte. Oh. Ihr Prozess steht schlecht. Sehr schlecht. Wirklich? Leider. Aber wie auch immer. Sie werden meine Schwiegertochter, auch wenn ich Sie und meinen Sohn ein ganzes Leben lang erhalten muss. Aber was will Ihr Sindulfo mit einer armen Witwe wie mir? Wir fragen nicht nach Geld und Gut. Ich schätze und verehre den wertvollen Menschen in Ihnen. Oh. Sie kommen! Sie kommen! Wir haben Sie! Wen? Zenobia? Wen? Gasparone? Oh, hoffentlich ist Benozzo nichts passiert. Oh. Brrr, steh! Ich komm schon. Warten Sie, ich helfe Ihnen runter. Oh, bitte, bitte. Ich fühle mich zerschlagen. Von den Räubern? Nein, von den Wagenfedern. Das haben wir gleich. Oh. Was ist mit Gasparone? Habt ihr ihn? Aber keine Spur. Die haben wir. Zenobia, wie ist es dir ergangen? Haben die Kerle sie verschleppt? Ja. Was geschah? Erzähl doch endlich. Ja, das war so. Noch einen. Nachdem man sie aus der Kutsche gerissen hatte, standen plötzlich ein paar wilde Gesellen um mich. Ich schrie, Barbaren, tötet mich. Aber schon meine Mädchenehre. Aber sie hörten nicht auf mich. Soll das heißen? Ich bin noch Jungfrau. Ah, schön. Sie schleppten mich in den wilden Wald. Ich sandte ein Stoßgebet zum Himmel. War auf alles gefasst. Ja, und? No. Einer der Räuber hob den Schleier von meinem Gesicht und sagte, Donnerwetter. Was sagte der? Donnerwetter. Ah. Und dann? Und dann? Dann wurde ich freigelassen. Gegen dein Lösegeld?
Aber im Gegenteil. Einer der Räuber gab mir sogar noch einen Dukaten mit auf den Weg. Was? Ein Räuber, der auch noch was draufzahlt? Unglaublich. Wo ist er? Wer, der Räuber? Nein, der Dukaten. Also, hier, er ist beschlagnahmt. Ich brauche ihn als Corpus Delicti. Geben Sie ihn mir. Ich will ihn als Andenken. Als Andenken an ihn. Sie fantasiert. Sie rücken ab. Die haben noch nicht bezahlt. Hey da! Hey! Ihr habt noch nicht bezahlt. Ihr habt noch nicht bezahlt und mal raus mit dem Geld. Ich glaub, wir zwei, wir machen uns nun doch auf die Nachhauseweg. Seid ihr etwa verstimmt? Oh nein, ich hab nur endlich Zeit und überleg. Denn ich staune langsam schon und es fällt mir ein, sehr verliebt scheint mir der Sohn nicht in mich zu sein. Er ist jung und sehr agil, doch was hilft mir das? Sie sind älter und ich will, auf sie ist Verlass. Ihr seid Ulf und ihr seid ihr, wer weiß, was ihr treibt. Was jetzt ein Verlobter mir, der unsichtbar bleibt. Was nützt er mir? So sind die jungen Leute von heute. Wenn nicht die alten Herren noch wären, stehen nun uns Frauenzimmer eher schlimmer. Die Alten sind galante, kulante, charmante und werden trotzdem schwerlich gefährlich. So sind die jungen Leute von heute. Wenn nicht die alten Herren noch wären, stehen nun uns Frauenzimmer eher schlimmer. Die Alten sind galante, kulante, charmante und werden zu sich schwierig gefährlich. Und wenn man sie reden hört, sie sind klug und abgeklärt. Ja, und dann sind sie freund, denn der Sturm ist schon vorbei. Junge, hat sich keine Sinn, nur ein Ältere bei mir ist charmant, amüsant und so imposant. Ob die Kutsche noch in Ordnung ist. Ja. Bitte. Ja, die werde ich auch verkaufen müssen. Und jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen, lieber Schwiegerpapa. Gnädigste. Und vielen Dank für Ihre Mühe. Keine Ursache. Das bin ich Ihrer Gesundheit schuldig. Bitte. So. Hm? Oh. So. Adio. Ah, wenn diese Heirat nicht bald zustande kommt, dann platze ich. Ich wollte, ich wäre der Edner, dass ich Feuer sprechen könnte. Ja? Das wäre ich meiner Gesundheit schuldig. Ach, du bist es. Wo kommst du her? Von Lucia. Ich habe noch mit dir gefrühstückt. Bis morgen um 10 mit dieser Schlampe? Du bist doch der überflüssigste Taugenichts von ganz Sizilien. Ich gerate dir eben nach, Papa. Keine Schmeicheleien jetzt. Du verputzt mein ganzes Vermögen. Bei den Millionen, die du ergaunert hast, kommt's wohl auf die Pazichin nicht an. Halt die Schnauze! Denk an das vierte Gebot. Es fällt mir gar nicht ein, noch länger für dein Lotterleben aufzukommen. Du wirst Carlotta heiraten und zwar sofort. Aber die kann mich doch nicht standesgemäß ernähren, wo sie ihren Prozess verloren hat. Blödsinn. Das Gerücht ist von mir. Der Prozess war noch nie gewonnener als jetzt. Nur weiß sie es noch nicht. Was? Dass sie Millionärin ist, Schluss, Herrn. Was weiß ich noch? Und dann soll sie mich heiraten? Wäre sie ja blöd. Sie ist blöd, moralisch nennt man das. Aber für dich ist es die höchste Zeit. Vorhin wurde sie von Räubern überfallen. Wer hat sie gerettet? Nicht mein Herr Sohn, nicht ihr Herr Bräutigam, sondern ein wildfremder Mann. Wer? Irgendein Hochstaplein. Du bist ein Hergelaufener. Ach, das soll er mir büßen.
Ja! Stich ihn hinein, hau ihm was weg. Aber heirate, heirate. Das bist du meiner Gesundheit schuldig. Na, meinetwegen. Los und geh hinaus jetzt und such den Kerl. Marsch! Oh, wenn ich nur dich verheiraten könnte. Ja, Kinder und Enkelkinder solltest du kriegen. Da und da und da. Hey, Wirtschaft, Bedienung. Ja, gleich. Na, Herr Sindulfo, wo haben Sie sich denn so lange herumgetrieben? Da? Wohlbekomm's? Nicht so eilig, Kleine. Hat dir eigentlich heute schon jemand gesagt, dass du hübsch bist? Ja, mein Mann. Nanu. Ach ja, du hast ja plötzlich geheiratet. Diesen Schmuggler. Was? Benozzo ist kein Schmuggler. So? Im letzten Monat hat er mir 1000 Zigarren verkauft. Zum halben Preis. Und die sind Sie mir heute noch schuldig. Ah, Sie sind auch da? Nein, Sie sind auch da. Ich bin da. Was machen Sie eigentlich hier? Was fällt Ihnen denn ein? Wie du siehst, mache ich deiner Frau den Hof. Sora, geh ins Haus! Lassen Sie mich das Blut in den Kopf! Oh nein! Ich sehe rot! Aua! Ich tot! Spreng dich um! Bleib stehen! Gegangen! Ah! Was ist das? Ich küsse jede Frau, die mir über den Weg läuft. Ach, Sie sind's, Don Herminio. Was? Der darf und ich nicht? Was geht's denn Sie an, von wem ich meine Frau küssen lasse? Jetzt gerade, jetzt gerade! Sora, melde meine Braut, der Gräfin von Santa Croce, dass ich einen Wagen besorge mit der Polizei zurückkehren werde. Addio! Benozzo, findest du nicht, dass es Zeit wird, diesen Stutzer zu stutzen? Oh ja. Bist du mit von der Partie? Mit Leib und Seele. Dann komm. Ach, hier, halt mal. Mach's gut. Es hat sehr gut geschmeckt. Glückliche Heimfahrt durch den Pinienwald. Wie freue ich mich, Sie hier zu sehen. Ich schulde noch ein Dankeschön. Ich hab doch leider durch die Aufregung gemerkt, sei's geplagt, noch nicht ein Dankeswort gesagt. Nein. Drum drängt es mich, das nachzuholen. Ich glaub, das sollt ich überhören, dann würde sich mein Gott.
fertig? Nein, er ist's noch nicht. Er wird es sein. Wer weiß. Warum denn nicht? Warum? Warum? Ich muss noch drüber schweigen. Doch darf ich schon als wahrer Freund mich zeigen. Hüten Sie sich vor dem Ehrenmann, der einst in der Not ein Freund Ihnen schien. Es Plan genau ausführst, wirst du dich nie wieder über diesen blöden Sindulfo ärgern müssen. Außerdem hängt es nur von dir ab, wie viel dabei für dich herausspringt. Oh, in der Beziehung können sich euer Gnaden ganz auf mich verlassen. Kommt! Jetzt zeig, was du kannst. Herr Sindulfo! Herr Sindulfo! Sie hatten Ihren Hut bei mir verloren. Danke. Bitte. Das ist gut. Sag mal, willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Geld? Sofort? Bei wem? Bei mir. Komm, steig auf. Ich brauche dich und ein paar von deinen Leuten, um die Gräfin sicher nach Hause zu bringen. Die Polizei hat keine Zeit. Sie muss sich ausruhen. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie Sie zu Geld kommen könnten. Ich meine, zu viel Geld. Wie viel Geld? 10.000 Zechinen. 10.000 Zechinen? Mhm. Na dann, könnte ich ja abhauen. Wohin? Nach Rom, mit Lucia. Wirklich 10.000 Zechinen? Abzüglich meiner Provision. Provision? Jetzt fängt die Sache an, glaubhaft zu werden. Was hast du vor? Wie wäre es, wenn wir eine Geiselentführung vortäuschen würden? Das kann doch jeder. Und wer soll entführt werden? Schon wieder die Gräfin? Nein, Sie. Was? Ich? Hm. Ja, ja, wer soll mich denn entführen? Niemand. Sie verstecken sich bei Ihrer Freundin Lucia, dann melde ich der Gräfin und Ihrem Vater, dass der Gasparone Sie entführt hat und Lösegeld verlangt. Ganz einfach. Ja, und du meinst, dass die das glauben? Also, mein Vater... Ich zeige einen Brief von Gasparone vor. Den schreiben wir gemeinsam. Seit der hier im Lande sein soll, glaubt ihr Vater doch alles. Ja, das stimmt. Also, nehmen wir mal an, die Gräfin zahlt wirklich 10.000 Zechinen für mich. Wie hoch ist deine Provision? Ich würde sagen, die Hälfte. Also, bist du wahnsinnig? Ich kann doch mit 5.000 Zechinen kein neues Leben beginnen. Nein, nein, du bekommst 500 Zechinen und das ist mein letztes Wort. 1.000, das ist mein letztes Wort. Also gut, 600. Ich bin ruiniert. 700. 900. Damit sind wir bei 800 einig geworden. Was mag der Grund der Freude
nicht frohe Hoffnung ein. Die Weiß sind unter Strom, der Farbe geht sofort, der Bürgermeister hat das Wort. So höret an, was euch mein Mund verkündet. Ihr seht in mir ein Denkmal der Gerechtigkeit. Wie vor dem Sonnenstrahl der Nebel schwindet, wird jeder Zweifel nun durch mich zerstreut. Wer daran zweifelt, kommt sofort ins Loch. Ja, denn in Sizilien gibt es Richter noch, von denen keiner je zu Kreuze kroch. Denn in Sizilien, in Sizilien gibt es Richter noch. Das alte Schloss mitsamt dem Barvermögen, nun ist es amtlich, dass das alles ihr gehört. Es sieht Gerechtigkeit auf allen Wegen. Ich selbst hat längst als Herrin sie verehrt, weil ich das Urteil sozusagen roch. Ach, denn in Sizilien gibt es Richter noch, die alten Weise, die Gesetze noch. Denn in Sizilien, in Sizilien gibt es Richter noch. So macht sie alles noch im Blick und ihr Recht ist auch ins Gehen. Nun komm ich vor am Publiko als Gratulant und bin so froh, dass alle Ungewissheit schwankt, und bitte nun als kleinen Lohn um ihre Hand für meinen Sohn. Ich warte. Ja, und ich muss fragen, was soll ich tun? Was wird sie sagen? Gaben Sie nicht Ihr Ehrenwort? Oh ja! Halten Sie es nun? Was wird sie tun? Was hat sie nun? Sie sieht so gar nicht glücklich rein. Hüten Sie sich vor dem Ehrenmann, der einst in der Not ein Freund Ihnen schien. Es kommt nicht auf schöne Worte an. Ein Wort sagt sich so leicht dahin. Es ist so schwer, was soll ich tun? Verdammter Kerl! Was sagt sie nun? Nun gut! Der Augenblick entscheidet mein Geschick und meines Sohnes Glück. Wo dieser Tropf nur bleibt. Nun gut! Nun gut! Ich sage ja! Dann willigen Sie ein. Sie will mein Sohn wird gleich zur Stelle sein. Ich wünsch, Sie mögen's nie bereuen. Bin ich als Vater auch allein? Ich hab ein Töchterlein. Die Sorgen, sie verschwinden. Der Sohn wird sie schon finden. Nun soll sich alles der Freude nun weihen. Und mich schon wissen, so schön, was muss sehen. Vielleicht
Rauschende Musik bringt für der Liebe so viel. Ihr zuckt es nicht in den Füßen, die Nacht zu genießen. Wer zaudert dann noch lang, wenn hell das Tambourin erklang? Hört doch den Tönen bis Bella, man weiß nur noch Bella. Wer rauschende Musik bringt für der Liebe so viel. Ihr zuckt es nicht in den Füßen, die Nacht zu genießen. Masaccio! Oh, wer ist da? Gasparone, Hände hoch! Oh, ich hab's ja gewusst, dass Sie wirklich hier sind. Erbarmen, ich bin ein armer Mann. Das sagen die Reichen immer, darum werden sie ja so reich. Bist du nicht der reiche Schmuggler Masaccio? Wieso wissen euer Gnaden meinen Namen? Weil ich dein Vetter Benozzo bin. April, April. Sehr witzig. Fast hätte mich der Schlag getroffen. Was machst du denn hier mitten in der Nacht? Ich gehe zur Gräfin. Die gibt morgen ein Fest und ich bringe ihr Zucker und Kaffee. Bist du verrückt? Wenn ich nun ein Zollwächter gewesen wäre. Ah. Mach's Licht aus. Da kommt wer. Das ist Zora. Die geht auch aufs Schloss mit Wein. Sei mal ganz ruhig und versteck dich. Halt, stehen bleiben. Heilige Mutter Gottes von Calatafimi, steh mir bei. Wenn du glaubst, wen du vor dir hast, dann irrst du dich. Ich bin der Kaspar Ohne. Hm? Hand hoch. Wie heißt du? Sora. Halt den Korb fest, sonst fährt dir mein Messer in die Rippen. Aua. Was hast du in dem Korb? Nur Wein. Den bringe ich aufs Schloss. Bei mir ist nichts zu holen. Bei einem hübschen Weib ist immer was zu holen. Ah, lassen Sie mich los, oder ich spucke. Hier ist einen Kuss. So hat mich bisher nur mein Mann geküsst. Nochmal. Ah, wer ist das? Mein Oberräuber. Dein Pech, sonst würdest du mir jetzt nicht entkommen. Aber ich krieg dich noch. Jetzt lauf zu deiner Gräfin. Ein Prachtstück. Hat die mir einen Appetit gemacht. Na, komm du mir nach Hause. Ist es nicht schön, wie alle Leute an ihrer Verlobung Anteil nehmen? Ja, es ist schön. Und doch? Und doch? Eine Verlobung ist etwas Unwiderrufliches. Ach, wir werden uns diesen Sindulfo schon zurechtbiegen. Wenn ich ihn erst unter meine Fittiche bekomme, werde ich noch einen ganz brauchbaren Ehemann aus ihm machen. Bist du so sicher? Mein liebes Kind, ich will Ihnen etwas sagen. Eine Frau soll nicht so wählerisch sein. Er ist aus einer alten Patrizierfamilie. Sein Vater ist Handelsherr und Bürgermeister. Und ein blöder Mann ist immer noch besser wie gar keiner. Na, wenn du das glaubst, dann such dir doch selber einen. Und dann wünsche ich dir, dass du dich mehr freuen kannst als ich jetzt. Man witzelt gerne, und das weiß ich. Die Frau wird alt mit Ende 30. Doch ernsthaft heißt bei jedem Mann, mit 40 fängt sein Leben an. Die Menschheit hat, was ich begreife, noch viel zu wenig nachgedacht. Bei jeder Frucht ist doch die Reife, die sie erst süß und saftig macht. Darum soll keine Frau verzagen, wenn sie allein durchs Leben geht. Sie muss sich immer wieder sagen. Für eine Frau ist nie zu spät, wenn auch die Zeit so schnell vergeht. Denn ein heißes Herz, ein verliebtes Herz, das wird nicht abgekühlt. Für eine Frau ist nie zu spät, sie ist ewig jung, denn sie ist ja nur so alt, wie sie sich fühlt. Noch niemand da? Donna Zinnobia.
Oh. Mir scheint, wir sind die ersten Gäste. Sie sind schon da, meine Herren? Da wird sich die Frau Gräfin aber freuen. Ich hole sie gleich. Wer hat uns eigentlich eingeladen? Das weißt du nicht? Carlotta. Wann? Sie hat alle Leute aus der Umgebung gebeten zu kommen. Wenn wir da nicht dazugehören. Der Bürgermeister wird sich freuen, wenn er uns hier sieht. Hoffentlich trifft ihn der Schlag. Aha, die große Welt von Sizilien. Jeunesse dorée. Verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Das verstehe ich nicht. Hat er denn nichts gewusst von dieser Feier? Ja, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, ihn von seiner Verlobung zu verständigen. Er ist weg. Er ist noch nicht einmal nach Hause gekommen. Ja, und was wollen wir tun? Ja, vielleicht sollte man die Verlobung absagen. Was will denn dieser Mensch hier? Wer hat sie überhaupt eingeladen? Ich. Und wer hat sie eingeladen? Er. Unverschämtheit. Ich kann es nicht dulden, dass bei der Verlobung meines Sohnes... Ach, wo ist denn der werte Herr Bräutigam? Das geht Sie gar nicht an. Mein Sohn kann sich verloben, wo, wann und wie er will und wenn er überhaupt nicht da ist. Was bin ich meiner Gesundheit schuldig? Hilfe! Hilfe! Was ist denn los? Was ist mein Mann? Was hat er bloß? Hilfe! Hilfe! Was muss ich sehen? Wo ist Sindulfo? Etwas Fürchterliches ist mit ihm geschehen. Was ist mit meinem Sohn passiert? Der Gasparone hält ihn fest, nachdem er ihn vorher entführt. Der Gasparone hat ihn entführt. Ach, ich bin gelaufen. Lasst mich nur verschnaufen. Dann erzähl ich gleich mein Erlebnis euch. Was war mit Gasparone? Was war mit meinem Sohne? Erzähl, erzähl und möglichst schnell. Erlaubt doch wohl, dass ich erst Atem hol. Ich erspähe Herrn Sindulfo, der mit dem Wagen rollt, weil der Brave nun die Gräfin zum Schloss geleiten wollt. Wir plaudern ein paar Worte, ganz ohne Hintergrund. Mit einem Mal erstirbt ein jedes Wort in meinem Mund. Herr Sindulfo, augenscheinlich, der begreift das nicht so recht. Ebinozzo, sagt er freundlich, ist dir am Ende schlecht. Er fragt mich, ob verkatert von gestern ich noch bin. Doch ich sag ganz verdattert, schaut sie nur dorthin. Jetzt schaut er und blickt er, dann schreit ganz verrückt er. Da ist doch etwas hinterm Strauch und ich fürchte, es bewegt sich auch. Da fasst mich ein Schrecken, ich nehm sein Stecken. Denn voll Bestürzung stell ich fest, das ist ein Räubernest. Also bald aus dem Wald stürzen 8 bis 15 Mann. Ich ruf Halt, nicht Gewalt, doch keiner hört uns an. Dann wär ich voll
Entschlossenheit sogleich zur Flucht bereit. Der Herr Sohn rennt davon, ich laufe hinterdrein, doch mit Spott und mit Hohn holt man uns wieder ein. Ich wollte Hilfe so gern schreien, doch sie fassten schon brutal mich zu zweien. Mittlerweile mit dicken Stricken wird auf eines Esels Rücken Herr Sindulfo festgeschnürt und ins Dickicht fortgeführt. Ich erhielt diesen Brief und einer von den Räubern rief: Du sollst frei sein, du schwarze Seele, weil's um Sindulfo geht. Höre zu, was ich befehle, und grinse nicht so blöd. Erzähl, was du erlebt hast, genauestens zu Haus, und richt dem Bürgermeister ein paar schöne Grüße aus. Und wie ich da ausriß und lief und lief und lief, bis ich hier beinah zusammenbrach, das Weitere lest ihr besser nach. Nun müsst ihr mich haben, sonst könnt ihr mich begraben. Da ist der Brief und lasst mich gehen, da den wird sicher alles stehen. Bruder Nassoni, so ein infamer Bursche. Ich habe deinen Sohn entführt, doch bin ich bereit, ihn für ein Lösegeld von 10.000 Zechinen wieder freizugeben. Ein unbewaffneter Bote soll die Summe noch vor Sonnenuntergang zu dem Steinbruch bringen, den man das Ohr des Dionysius nennt. Mit kollegialem Gruß, Antonio Gasparone, Bürgermeister einer Banditen. Ohne Zittern, ohne Beben, bring ich ihm den Betrag, will ein Beispiel dafür geben, was nur ein Held vermag. Ich bin nicht mehr das Lämpchen, der sanfte arme Tropf, denn sie brausen Tische steigt das Tierblut mir zu Kopf. Es sind solche Helden. Freunde, lasst euch die Laune nicht verderben. Bitte esst und trinkt und tanzt weiter, ja? Komm. Wie sieht er denn aus, dieser Gasparone? Fürchterlich. Einfach fürchterlich. Also bis jetzt hat's tadellos geklappt. Ja, bis jetzt. Glaubst du, Benozzo wird ihm das Geld tatsächlich bringen? Oh, nee. Na, und dann? Danke. Dann wird's in Dulfo Benozzo suchen gehen. Du meinst hier? Hier? Dann muss ihn die Gräfin ja doch heiraten. Und der alte Gauner hat doch gesiegt. Rein, Frau, ist nie zu spät, wenn auch die Zeit zu schnell vergeht. Denn ein heißes Herz, ein verliebtes Herz, das wird nicht aufgekühlt. Meine Gnädigste, für einen alten Witwer wie für mich gibt es selten die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Aber, Herr Bürgermeister, Sie sind doch noch nicht alt. Oh, das liegt immer im Auge der Beschauerin. Zehntausend Zechinen. Versuche dein Möglichstes. Wollen Sie denn wirklich, dass ich den Sindulfo zurückhole, bloß wegen diesem Ehrenwort? Es geht doch vor allem darum, dass der Sohn dem Vater zurückgebracht wird. Ich glaube, das bin ich seiner Gesundheit schuldig. Und jetzt geh. Hm? Ich habe auch eine Ehre. Aber die ist ganz anders. Na, mein Held, gehst du wieder zu deinem Kasper ohne?
Was geht denn das dich an? Ich habe meinen wilden Tag und gehe zu wem ich will. So ein Flegel. Ist grob zu mir, anstatt Gott zu danken, dass er mich zu seiner Frau gemacht hat. Blödsinn! Gott gibt uns die Mädchen. Zu Frauen machen wir sie. Puh? Puh? Was heißt denn hier Puh? Puh heißt ich. Ich mache mir nichts aus dir. Ach so, darum hast du dich von Don Erminio küssen lassen. Mit deiner Erlaubnis. Hat's dir etwa keinen Spaß gemacht? Und was war mit Gasparone? Er hat mir erzählt, dass du dich auch von ihm hast küssen lassen. Da hatte ich einen Korb auf dem Kopf. Das ist keine Entschuldigung. Wie hat er dich denn geküsst? Und was hat er sonst noch getan? So sprich doch, wenn du dich traust. Es ist gar nicht schön, mit solchen Fragen auf mich zu dringen ein. Dem Gatten muss man alles sagen, ein Richter will ich sein. Es ist nichts Böses, ja geschehen. Nichts Böses, nun, wir wollen sehen. Wir wollen sehen. Stockfinster war die Nacht, kein Mond, kein Sternenmacht, in solchen Dunkeln kann ich deutlich sehen, Mann. Das fängt ja ziemlich dunkel an, geht auf, lass sehen, was dann. Stockfinster war die Nacht, kein Mond, kein Sternenmacht, nicht deutlich sehen, Mann. Doch ich sehe leider klar, wie die Affäre war. Sag mal an, sag an. Erst nahm er zärtlich deine Hand. Oh nein, so war es nicht. Er drückte sie so recht galant. Oh nein, das tat er nicht. Er hielt sie fest, dann ziemlich lang. Oh nein, das ist nicht wahr. Und dir war gar nicht bang. Oh nein, du weißt nicht, wie es war. Oh. Stockfinster war die Nacht, kein Mond, kein Sternlein wacht, in solchen Dunkel kann ich deutlich sehen. Und dann nichts weiter mehr. Nur eine Kuss an dir. Und du? Ich wies ihn fest zurück. Da stahl in dir der Galgenstrick. Und du hast geduldet. Ich habe nichts verschuldet. Er stahl trotzdem in Schand. Ist alles offenbar, denn wisse, dass ich selbst der Reiter war. Wie du? Ja, ich. Das ist nicht wahr. Ja, es ist wahr. Ah, nun sind sie sonnenklar, was bisher noch dunkel war. Bei dieser Finsternis ist doch übles nicht geschehen. Kommt es leicht noch schlimm noch hin? Das ist nur zu gewiss. Und zwar die Nacht stockfinster macht sie. Eifersucht dich führt. Und kannst du denn noch wagen, die Augen aufzuschlagen? An mir ist jetzt zu fragen, du wirst sogleich mir sagen, was du in schwarzer Nacht dort eigentlich gemacht. Wieso? Gestehe, sprich, was triebst du? Wie? Am besten ist, ich mach's wie sie. Stockfinster war die Nacht, kein Mond, kein Sternlein wart. In solchem Dunkel kann ich deutlich sehen, Mann. Fang selbst dir deine Lieder an. Was tatst du dort, sag an? Stockfinster war die Nacht, kein Mond, kein Sternlein wart. In solchem Dunkel kann deutlich sehen, Mann. Doch mir ist leider klar, wie die Affäre war. Nun sag an, sag an. Was gibt mich?
ich sollt. Magst weiter schmuckeln du, das dabei nicht störe dein Inro, in Schicht der Schmutze noch dazu. So wird mir heute Nacht, wo war mir kalte Nacht, in unserem dunklen Haar, wie man mich sehen kann, was in der Sprache rei, so wird mir das ist die einzige Chance für dich. Ja, das glaube ich auch. Und je früher du es tust, umso besser. Und wenn es schief geht? Keine Angst. Ich passe schon auf. Was macht ihr denn hier? Wünsch mir Glück. Bleib stark. Zenobia, bist du es? Oh Gott, das ist dein Mann. Nur Ruhe, keine Angst. Was suchen Sie denn hier? Wie kommen Sie herein? Kommen Sie herein! Ganz einfach durch die Tür. Ein recht makabrer Scherz, doch besser wirst Sie gehen. Es ist mir durchaus ernst, das werden Sie gleich sehen. Verlassen Sie den Raum, sonst gehe nämlich ich. Das werden Sie wohl kaum, ich hab, wie sich's gehört, die Tür zugesperrt. Die andere auch. Sie gehen oder ich werde schreien, sodass es jeder hört. Es wäre nicht klug zu schreien, weil ich gezwungen wäre, dann ungalant zu sein. Und ich bin so gern höflich. Sie dringen bei mir ein, verwegen und brutal. Das ist... Ja, es ist trefflich und leider nicht legal. Erst Blumen und dann drohen, wie wird das auch? Ich bitte um den Schlüssel, der diesen Schrank hier sperrt. Nun geht der Scherz zu weit. Kein Scherz, es tut mir leid, wenn ich gezwungen wäre. Sie drohen. Nicht ihre Ehre, soll Gefahr hier drohen, nein. Nein, nur der Million. Ich glaube, ich verstehe, es handelt sich um Raub. Die Wahrheit tut oft weh und trotzdem mit Verlaub. Das ist der Weg zu meinem Ziel, das ist mein Streben, Geld oder Leben. Ja, es ist wahr, traue ich doch wahr, Geld oder Leben, sonst droht Gefahr. Hat einer Geld, hat er die Macht, Geld hat die Glut in ihrem Fach. Geben Sie mir Ihr Kapital. So lang hab ich sie derangiert. Und wenn ich Lärmung mache, so werden sie arretiert, gefesselt, fortgeführt. Am Galgen hat das Ganze den Höhepunkt zu tun. So endet die Romanze wahrscheinlich sehr peinlich, die einst so schön begann. Drum muss ich mich beeilen, will nicht mehr lang verweilen.
sonst werd ich hier gefunden. Den Schlüssel. Sehr verwunden. Ja. Bis auf Sindulfos Lösegeld, alles. Dann schnell fort. Zenobia! Sora! Helft mir doch! Holen Sie Frau Zenobia, schnell! Was ist geschehen? Ich bin beraubt worden. Die Gräfin ist beraubt worden. Oh. Himmels Willen, ein Räuber in unserem Haus. Ach, Zenobia, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Was? Was ist geraubt worden? Es ist nicht das verlorene Geld. Es ist die Enttäuschung, die so weh tut. Carlottas Geld geraubt. Ein Raub, wer hat sich das erlaubt? Kein Zweifel, seht nur her, der Geldschrank hier ist leer. Der Geldschrank hier ist leer, tatsächlich ist er leer. Die Million, sie ist ruiniert. Das ganze Geld hat man entführt. Wer war's, wer drang hier ein? Wo ist jetzt der Kerl? Die Gräfin war allein, doch ist sie unverletzt. Wer hat das denn getan? Sie sahen doch sein Gesicht. Es war ein fremder Mann. Ach, bitte, fragt mich nicht. Kein Zweifel, das war er. Ja, er. Ich sage nichts als nur, doch das war er. Und er wird heut gefunden, der saubere Patron. Es geht jetzt um Sekunden und um die Million. Setzt sofort euch in Trab. Sperrt alle Straßen ab. Nun auf, wir stürmen das Räubernest. Es bleibt mir kein hier im Haus, nach Norden und Süden, nach Ost und West, in jede Richtung schwärmt ihr aus. Wo führt denn diese Eile hin? Viel besser wär, ihr macht euch klar, die ganze Jagd hat keinen Sinn. Ihr wisst doch gar nicht, wer es war. Oh ja, es ist klar, oh, das ist kein Zweifel. Euer Gräfin sehr, die Million muss wieder her. Drum auf und nicht mehr viel gefragt. Wir gehen auf Verbrecherjagd. Wir jagen den, den alle suchen. Jagen den, dem alle fluchen. Ja. Wir kriegen ihn beim Kragen, ja, ja, dann werd ich ihm sagen, du, erbärmlicher Richt, du. Dich erwisch ich doch, dich erwisch ich doch, höchstwahrscheinlich noch. Den erwisch ich doch, den erwisch ich doch, höchstwahrscheinlich.
und Kinder weg. In Reihe gesetzt. Achtung! Halt! Ausrichten! Ausrichten! Der Bürgermeister! Herr Bürgermeister, ich melde Carabinieri angetreten zum Befehlsempfang. An die Bevölkerung. Angesichts der schrecklichen Gewalttaten, die der berüchtigte Abruzzenräuber Gasparone in unserer Mitte vollbracht hat, sieht sich die Regierung veranlasst, das Standrecht zu verhängen. Gleichzeitig wird für die Ergreifung Gasparones und seiner Helfershelfer eine Kopfprämie von Zechinen 10.000 ausgesetzt, welche auch demjenigen ausgehändigt werden soll, der dem Gericht sach- und zweckdienliche Angaben zukommen lässt. Gezeichnet mit heutigem Datum und so weiter und so weiter. Manu propria. Parade. So ein Blödsinn. Aber für uns ist es gut, da sind sie beschäftigt. Benozzo! Benozzo, was? Hast du schon gehört? Ja, was denn? Das Standrecht ist verkündet worden. Na und, sind wir vielleicht Räuber? Na ja, aber jetzt kann uns der Bürgermeister einsperren, ohne Gerichtsverfahren. Er kann uns köpfen, hängen, erschießen, alles auf einmal. Bis das Standrecht wieder aufgehoben wird. Das kommt von deiner saudummen Idee, deiner blöden. Meiner blöden Idee? Ja, wer hat denn den Gasparone erfunden? Gestern hat er diese Idee noch sehr imponiert, stimmt's? Na ja, da konnte ich doch nicht ahnen, dass dieser Gasparone wirklich auftaucht. Was? Gasparone? Habt ihr den wirklich gefangen? Nein, sonst hätte man doch das Standrecht nicht verhängt. Und der entführte Sindulfo ist auch noch nicht aufgetaucht. Es ist eine Katastrophe. Unser ganzes Geschäft ist ruiniert, wenn man den Kerl nicht einfängt. Ach, also ich hätte gar nichts dagegen, wenn dieses ganze Schmuggelgeschäft ein Ende nimmt. Bist du verrückt? Mit Schmuggel stopfe ich 7 hungrige Mäuler. Meinst nicht mitgerechnet. Da siehst du's. Benozzo. Ja, meine Süße? Deine Süße ist sauer. Wo ist Sindulfo? Wie soll ich das wissen? Bin ich der Hüter von deinem Sindulfo? Du weißt genau, was ich meine. Wo ist das Lösegeld geblieben? Was für Lösegeld? Die 10.000 Zechinen von der Gräfin. Ach so, ja. Die meinst du. Das habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen. Ich bin also gestern durch den finstern Wald gegangen, überlege mir so, wie ich den lieben Sindulfo befreien werde. Da stürzen plötzlich 15 bis 8 vermummte Gestalten auf mich zu. Ja, ich nehme meinen Stecken. Du wirst das Geld zurückgeben. Welches Geld? Die 10.000 Zechinen. Ach so, ja. Aber wem soll ich sie geben? Der Gräfin Carlotta, du weißt doch ganz genau, dass sie überhaupt kein Geld jetzt mehr besitzt. Ja, wenn ich das Geld zurückgebe, dann besitzen wir ja nichts mehr. Du gibst das Geld zurück und zwar auf der Stelle. Weib, wie sprichst du mit mir? Der Herr im Haus bin ich. Wer sagt das? Was heißt dir, wer sagt das? Erinnerst du dich, was der Priester am Traualtar gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt... Er soll dein Herr sein, wie stolz das klingt. Das ist ein Wort, das Probleme bringt. Ich bin dein Herr, du liebst mich sehr. Ist das nicht ein Vergnügen? Herr sein heißt nicht, dass man herrisch ist, immer vor Eifersucht närrisch ist. Trotzdem soll ich sollte mich ohne Widerspruch fügen. Wie kannst du es wagen, mir sowas zu sagen? Siehst du, da hast du's schon, der unterdrückter Ton. Dieses Gehabe vertrag ich nicht. Du nimmst mir nicht übel, so steht's in der Bibel. Doch kommt's drauf an, mein Freund, wie man es sagt und meint. Deine Art Auslegung mag ich nicht. Ich bin als Charakter eine Seltenheit, eine Kostbarkeit. Doch in Wahrheit ein Charakter, du bist außen hohl, innen voll. Ich hab eine Seele, die empfindsam ist, auch wenn ich's nicht zeig. Folgst du nicht meinem Gefühle, tritt als Ehefrau ich in Streit. Wieso? Oh nein, es ist nicht dein Ernst. Ich will, dass du dich besserst und lernst. Wenn nicht, schläft heute jeder allein. Du weißt schon, was ich mein. Verzeih, ich will mich wirklich bemühen. Wo ist das ganze Leben?
das hab ich. Ja, du hast es zum Glück und gibst es gleich zurück. Nein, das wird nicht gemacht. Dann deinen Kuss heute Nacht. Ich seh das nicht ein, du bist gemein. Scharf wird weiß und brav. Ich mag keinen Konflikt. Herr, kannst du nur sein, wenn du erfasst, dass als mein Knecht du zu folgen hast. Ich will loyal, wie der ein Mann hat, das mein Heil. Sindulfo, was machen Sie denn hier? Du Verbrecher, mich lässt du tagelang bei Lucia. Ich bin schon ganz erledigt. Und du treibst dich da herum. Aber sie lieben sie doch. Schweig! Was ist mit meinem Geld? Was für Geld? Das Geld, Herr de Schuft. In einer Stunde geht mein Schiff. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, Ihr Sohn ist wieder da! Wer will denn das so? Ihr Sohn ist wieder da! Das wirst du mir büßen, du Verbrecher. Herr Bürgermeister, ich bringe Ihnen Ihren verlorenen Sohn zurück. Das bin ich Ihrer Gesundheit schuldig. Sindulfo, mein Sohn. Papa. Wie ist es dir ergangen? Schlecht ist es ihm ergangen. Räuber haben ihn in einem finsteren Loch eingekerkert und von einem schrecklichen Weib bewachen lassen. Das war? Natürlich ist es wahr. Er hat es mir ja selbst erzählt. Stimmt's? Benutzer, ich habe dich immer für einen Halunken gehalten, aber jetzt muss ich dir Abbitte leisten. Es war mir ein Vergnügen. Hast du dem Räuber die 10.000 Zehinen gegeben? Natürlich, sonst hätte ich ihn Sindulfo ja nicht zurückbringen können. Das soll dir reichlich vergolten werden. Von mir auch. Das verspreche ich dir. Komm, Sindulfo, ich habe mit dir zu reden. Nochmals vielen Dank und leb wohl, mein Freund. Exzellenz. Glück und Segen. Hör zu, Benozzo. Hier ist ein Brief. Wenn ich dir ein Zeichen gebe, übergibst du ihn dem Bürgermeister. Verstanden? Mhm. Ich kann dir nur sagen, die Gräfin hat alles verloren und die Hochzeit ist sinnlos geworden. Vielleicht gibt Gasparone das geraubte Geld wieder heraus. Boah, Blödsinn! Was man einmal gestohlen hat, gibt man nicht wieder heraus. Also muss ich jetzt den Gasparone fangen gehen. Ja, geh. Geh, wohin du willst, aber geh! Ach, Papa? Ja? Wie sieht dieser Gasparone eigentlich aus? Hinaus! Was? Sie? Wo ist denn Ihr verdächtiger Freund? Geduld. Er wird im richtigen Augenblick da sein. Es wird Zeit, dass ich mein Inkognito lüfte. Kommendatore Luigi Colazzo. Im geheimen Auftrag der königlichen Polizei von Neapel. Ich denke, Sie sind Geologe. Das war Tarnung. Ach so. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Der von Ihnen Verdächtigte heißt Graf Erminio Saluzzo. Saluzzo? Verwandt mit dem Minister Saluzzo? Sein Sohn. Ach du lieber Gott. Und was wollen Sie hier? Wir bereiten einen Bericht über Schmuggel und Korruption vor, die in Sizilien überhand genommen haben. Ah, und was verlangen Sie von mir? Zunächst einmal müssen wir Ihren stark ramponierten Ruf als Bürgermeister wiederherstellen. Ach, das wird nicht so leicht sein. Ich bin nämlich schlechter als mein Ruf. Wie ich leider höre, zieht man Vergleiche zwischen Ihnen und Gasparone. Vergleiche, die zugunsten des Räubers ausfallen. Wieso? Mir kann man nichts beweisen. Nur, dass Sie Ihr Vermögen während Ihrer Amtszeit verzehnfacht haben. Und jeden Tag erklären, Sie seien ruiniert. Oh nein. Aber lassen wir das. Sie könnten in Amt und Würden bleiben, aber... Aber? Sie müssten ein ehrlicher Mann werden. Ich? Ich glaube nicht, dass man sich so leicht umstellen kann. Tja, dann wäre es doch besser, Sie würden Ihr Amt aufgeben und wieder Geschäftsmann werden. Oh. Aber wenn Sie sich umstellen würden, dann könnte ich den Millionendiebstahl aufklären. Und Sie könnten die Million wieder herbeischaffen? Nicht übertreiben. Die Million ist für Sie unwiederbringlich verloren.
Und das nennen Sie eine Aufklärung? Da kommt die Gräfin. Ja, ja, ich habe sie vorgeladen. Guten Morgen, lieber Schwiegerpapa. Sie wollen mich sprechen? Ja, aber nicht als Schwiegerpapa. Hier bin ich Bürgermeister. Sie werden als Zeugin vernommen. Warum so unhöflich, Herr Bürgermeister? Spricht man so mit seiner zukünftigen Schwiegertochter? Den Ton des Verhörs bestimme ich. Solange die Million nicht da ist, wird nicht von Heiraten gesprochen. Bitte. Jetzt. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister! Ich soll Ihnen diesen Brief hier geben. Was? Sie? Von wem ist dieser Brief? Ja, das war so. Ich bin gerade durch den Wald gegangen, da stürzen 8 bis 15 Gestalten auf mich zu. Nein, ich bin wirklich kein Räuber. Aber um Himmels Willen, warum haben Sie dann... Um Ihnen zu helfen. Zu helfen? Ich musste es so weit bringen, dass Nasoni Sie nicht mehr als Schwiegertochter haben will. Ja, aber ich verstehe... Merken Sie denn nicht, dass es den beiden Nasonis nur um ihr Geld ging? Dann haben Sie also... Ja, ich liebe Sie nämlich. An die hohe Behörde. Um der Verfolgung durch den genialen Bürgermeister Nasoni zu entgehen, verlasse ich Sizilien und kehre in meine geliebten Abruzzen zurück. Nicht ohne meine Hochachtung für meinen Verfolger durch einen kleinen Hinweis Ausdruck zu verleihen. Frau Zenobia ist wohlhabend und einsam. Antonio Gasparone. Habe ich recht gehört? Steht etwas über mich in diesem Brief? Allerdings, meine Gnädigste. Und jetzt habe ich etwas ganz Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Benozzo? Was ist? Komm mal her. Hast du der Gräfin das Geld zurückgegeben? Nein, noch nicht. Du? Herr Bürgermeister, bitte. Was? Musst du mich schon wieder unterbrechen? Wo ist die Frau Gräfin? Siehst du nicht, dass ich eine wichtige Besprechung habe? Gräfin ist da drinnen. Was ist denn, Benozzo? Verzeihen Sie, wenn ich störe, Frau Gräfin. Es ist nämlich so, meine Frau besteht darauf, dass ich Ihnen diese 10.000 Zechin zurückgebe. Behalte sie nur. Das ist mein Hochzeitsgeschenk für euch. Was? Wirklich? 10.000 Zechin? Da brauchst du ja nicht mehr zu schmuggeln. Jetzt sollte ich dir auch etwas übergeben. Aber wir wollen die Form wahren. Da, Benozzo. Gib diesen Koffer dem Bürgermeister. Und wenn er dich fragt, was drin ist, dann sagst du ihm, es wäre mein Hochzeitsgeschenk für die Gräfin Carlotta. Ich verstehe zwar nicht recht, aber bitte, komm mit. Ich habe schon immer gesagt, spätes Glück ist besser als gar keines. Ich habe auch schon einmal sowas Ähnliches gesagt. Herr Bürgermeister! Musst du schon wieder stören? Ich muss Ihnen schon wieder etwas übergeben. Von wem? Vom Grafen Saluzzo. Was ist das? Etwa eine Bombe? Ein Hochzeitsgeschenk für die Gräfin Carlotta. Hochzeitsgeschenk? Ja. Meinen Sie, Dulfo kriegt sie nicht. Sie geben ihr also ihr Wort zurück? Sie hat es nie gehabt. Das ist alles, was wir von Gasparone gefunden haben. Oh, meine liebe Braut, wie geht es dir denn? Wenn du dich den Mund hältst, drehe ich dir den Kragen um. Gräfin, ich habe mir die Sache noch einmal überlegt. So? Eine Million verlieren und meinen Sohn heiraten, das wäre zu viel Unglück auf einmal. Darum frage ich, verzichten Sie auf Sindulfo? Aber mit Vergnügen. Soll das heißen, na, dass sie mich nie geliebt hat? Papa. Psst, Ruhe. An die Bevölkerung! In Anbetracht dessen, dass der berüchtigte Räuber Gasparone die Flucht ergriffen hat, ist das Standrecht aufgehoben. Und was die
geraubte Million betrifft. So ist sie dank der Bemühungen unseres genialen Herrn Bürgermeisters wieder zur Stelle. Und aus seinen Händen erhält die Gräfin ihr Geld zurück. Was? In dem Koffer ist die Million? Ja. Ja, dann kann ja die Gräfin meinen Sohn doch heiraten. Nein, Herr Bürgermeister. Ich heirate sie. Ich möchte also Haut fragen. Das wäre ich meiner Gesundheit schuldig. Aber, Herr Bürgermeister, Sie haben doch mich. Gasparone scheint Besserung zu zeigen. Was er stahl, ist nun wieder mein eigen. Darum soll man dem Räuber verzeihen. Unser Glück danken wir ihm allein. Sein gewagtes Streich ist gelungen. Und der schönste Gewinn um zerrungen. Drum soll alles der Freude so schreien. Stimmet ein, stimmet ein. Estrella, man tanzt Tarantella. Berauschende Musik bringt uns der Liebe zu das Bier. Dem zuckt es nicht in den Füßen, die Nacht zu genießen. Es zaudert keine lang, wenn ihm das Tamburin erklang. Er